Hallo zusammen. Jo, irgendwie, es kommt mir schon so vor, als wäre ich in Quarantäne. Weil Nachtschicht, ich stehe auf, großartig was machen tue ich nicht. Eigentlich wollte ich heute ein Musikvideo mit jemandem zusammen drehen. Also ich als Musiker diesmal. Lange Geschichte. Irgendwann kommt das Thema mal wieder. Ja, das haben wir aber abgesagt, also besser gesagt, ich habe es abgesagt, weil es muss nicht sein, jetzt irgendwie sich mit anderen Leuten zu treffen, um irgendwas zu unternehmen. Selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir werden uns hier nicht körperlich anfassen und wir werden da Abstand halten, bla bla bla. Man muss es halt einfach nicht machen im Moment. Deshalb habe ich das abgesagt. Ja, und jetzt sitze ich hier zu Hause und eigentlich, naja, ich könnte ja rausgehen noch. Noch darf man rausgehen. Aber ich finde irgendwie so keinen Tritt. Es liegt aber auch daran, dass irgendwie so die Gesamtsituation gerade so ein bisschen, ja, unrund ist. Also, ich weiß nicht genau, wie es bei der Arbeit weitergeht und macht mir so ein bisschen, ja, nachdenklich, würde ich mal sagen, ne? Also, nicht gerade Existenzängste, aber man fragt sich schon, wie das alles weitergehen soll. Naja. Ansonsten, naja, ich werde nachher Wäsche machen weiter. Also ich habe ja gestern schon mal eine Maschine angeschmissen und werde ich heute auch wieder tun. Und ja, ich will Netflix noch nicht so viel nutzen, weil es könnte natürlich sein, dass nächste Woche wirklich ein Ausgangsverbot kommt und dann sitzt man zu Hause und hat nichts zu gucken. Ich habe ja gefühlt Netflix schon durchgeschaut. Eigentlich nicht, aber wenn ich durchseppe, ich brauche immer ewig, bis ich irgendwas Neues finde, weil dann, ich denke mir immer so, das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht, das interessiert mich auch nicht. Und ja, irgendwann finde ich dann was und dann, ah, das könnte ich mir mal angucken und dann fange ich an und dann ist es mir zu langweilig, dann mache ich es wieder aus. Boah, naja. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht die Anfänge eines Kollers sind. Ich werde auf jeden Fall weiter Videos machen, auch wenn die dann quasi nur in meiner Wohnung sein sollten oder wie auch immer. Ich werde mir da einfach ein paar Themen rausnehmen. Keine Ahnung. Ich kann ja mal. Ich habe ja immer noch meine Modelleisenbahn, die ich mal auspacken könnte. Das wird Holger sehr freuen. Zum anderen habe ich hier, ja, eigentlich auch schon seit längerer Zeit, dieses Schätzchen hier. Habe ich im Video noch nicht behandelt. Ist aber sehr lustig. Liegt, wie gesagt, schon ein bisschen länger hier, habe ich mir mal gekauft und ja, es macht Spaß. Könnte ich eigentlich im Video mal zeigen. Ich wollte halt, dass, als ich das bekommen habe, dann ging das so los mit diesem Aufstand auf YouTube von wegen, ja, Inhalte für Kinder, bla bla bla, Spielzeugvorstellungen und sowas. Könnte sein, dass das in dieses komische neue Regelwerk reinfällt, bla bla bla. Und da habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt kein Spielzeugauto vor. Ich werde es auch so nicht vorstellen, großartig, aber vielleicht werde ich mal damit spielen. Es gibt mannigfaltige Sachen, sich in seinen vier Wänden zu beschäftigen. Naja, ich werde jetzt erstmal unter die Dusche schlüpfen und dann, wie gesagt, ein bisschen Wäsche machen, was essen, schauen, wie der Tag sich entwickelt. Verdammt, jetzt bin ich eingedöst und habe vorhin auch totalen Schwachsinn erzählt, weil ich habe Angie gesagt, ich hole sie von der Arbeit ab und jetzt ist es quasi soweit und ich bin noch nicht mal losgefahren. Ich muss schnell. Hilfe! Ja, lecker gegessen. Und naja, jetzt machen wir es uns hier bequem. Also Angie macht es sich auf jeden Fall bequem gerade. Zieht ihre Wohlfühlhosen an.
Habt ihr sowas auch? Wohlfühlhosen? Also ich muss ja gestehen, ich bin meistens zu faul dazu, mich umzuziehen. Ich bin eher so der Typ, der wirklich dann immer in seiner Jeans rumläuft. Aber dabei habe ich zu Hause ja diese geilen Overalls. So kuschelig warme. Die sind toll. Naja, falls ich wirklich in Quarantäne komme oder hier mit Ausgehverbot und sowas, dann werde ich die wahrscheinlich nutzen. Ja, die seht ihr ja dann. Es wird weiterhin Videos geben. Aus der Zone quasi. Ah, guckt, wer hier kommt. Da bin ich in Wohlfühlhosen. Ich liebe meine Jogginghosen. Ich könnte das gar nicht den ganzen Tag in Jeans hier irgendwie so rumsitzen. Ich mag die Jogginghosen. Ja, bei uns ist jetzt auch beim Zahnarzt auch alles ein bisschen anders. Wir haben jetzt auch so einen Notfallplan und gucken mal, dass wir in zwei Schichten arbeiten und auch nur noch halbe Tage. Bin mal echt gespannt. Wir rechnen ja nächste Woche mit einer Ausgangssperre, ne? Ich gehe eigentlich fest davon aus, ja. Wenn wir eine Ausgangssperre haben, dann wird das für uns zwei ein bisschen blöd, muss ich sagen, weil können wir uns eigentlich nicht sehen, ne? Er hat ja Richtig. die Katzen auch zu Hause, das heißt, die müssen ja auch versorgt werden. Kannst niemand anderes dann schicken? Ja, also wir können nicht einfach sagen, ja, du kommst zu mir oder ich komme zu dir, weil Nee. hier ist ja Kind und Katze, bei mir sind zwei Katzen, Vogel und Fische. Die müssen alle versorgt werden, also das funktioniert nicht. Ja, es wird für uns ein bisschen doof. Also Ja, ich weiß nicht, ob es Ausnahmeregelungen gibt, ich habe so. auch überhaupt keine Ahnung, wie das Aber. irgendwie laufen soll. Heute ist mir nur aufgefallen, es sind trotzdem immer noch total viele Leute, die draußen zusammen rumstehen und rumhängen, wo ich mir denke, ey, bleibt doch einfach zu Hause. Ja, das ist halt Was das soll Doofe. das jetzt? Ne? Ihr habt das alles irgendwie nicht verstanden. Ja. Ja. Aber naja. Deshalb werden wir dann die Ausgangssperre bekommen, wegen solcher Leute. Aber ist egal, warum sollen wir darüber jetzt schon groß reden? Ne? Genau. Aber ich bin jetzt noch nicht so darüber hinweggekommen, wie verpeilt ich vorhin war. Der kam voll zu spät. Ich Ja. stehe da, er sagt so, ja, ich hol dich ab. Ich sag so, ja, ich bin so um 20 nach 5 fertig, ne? Ja, ich hol dich ab. Um 17:22 Uhr kriege ich eine WhatsApp. Oh, ich bin Nein, voll 17:16 Uhr. eingedöst. Ja, ich bin voll eingedöst. Ich so, ja, super, ich stehe ja auch schon 10 Minuten draußen rum. Ich war noch früher fertig, als wie ich eigentlich gedacht habe. Und denke, naja, kommt er gleich. Dann habe ich bestimmt noch mal 20 Minuten gewartet, bis du da warst. So Das viel Wetter war dazu. schön. Ja, das Wetter war schön, aber So, also. trotzdem, es ist so typisch. Naja. Die Ja, was Vlogs bestehen soll's. nur noch aus langen Monologen, ich merke das schon. So, deshalb jetzt hier erstmal Schluss und ich melde mich, wenn es zur Nein, ich Arbeit möchte geht. euch noch was sagen. Heute kommt So. das Finale vom großen Backen und das schaue ich mir an. Und der Holger hat mir heute geschrieben. So, so, Weißt der du Holger was? schreibt Ja, dir. der Holger schreibt mir manchmal, ja, so kleine Aha. Informationssätze. Und der Holger hat mir geschrieben, dass der ESC abgesagt worden ist. Na, Gott sei Dank. Nein, das ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe eigentlich damit gerechnet. Aber ich finde es schon irgendwie traurig, muss ich sagen. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ich mich daran erinnere, dass der ESC abgesagt wird. Gibt es keine ESC-Party? Bin ein bisschen traurig darüber. Wir hatten nicht so ein tolles Lied, aber egal. Ich hätte es mir trotzdem gerne angeguckt. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Es ist erschreckend, dass du weißt, wie der Text Ich habe es weitergeht. letztens im Fernsehen Gott! gesehen. Okay, cut, cut. Juhu, ich kann zur Arbeit. Ja, muss man ja fast sagen. Ja, also, juhu, ich kann arbeiten gehen. Zumindest heute noch. Mal sehen. Ja, das große Backen geht hier noch weiter. Das heißt, Angie wird definitiv noch ein bisschen beschäftigt sein. Wenn sie nicht einschläft auf der Couch. Das könnte nämlich auch passieren. Naja, nichtsdestotrotz, ich mache mich jetzt zur Arbeit und ich beende den Vlog an dieser Stelle, weil erstens ist es draußen dunkel und ich habe den Osmo Pocket eh nicht dabei. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich gut ausgeschlafen, hoffentlich aufwache
und mit einem fröhlichen guten Morgen mit der Kamera in der Hand euch begrüßen werde. Also, bis denn, macht's gut. Ciao.